Zwar war Erich Remarque der Meinung, dass es im Westen nichts Neues gibt, aber das trifft bei weitem nicht auf Trier zu. Was den Trierer Partyfan in der neuen Großraumdisco A1 erwartet, weiß Farhud Farahani. Also wir haben vier Bereiche. Der erste Bereich ist der Rittersaal, das ist der Cocktail-Bistro-Bereich. Dann gibt es noch der Club La Vie. Da ist ein kleiner DJ-Pool aufgebaut, allerdings ohne Tanzfläche. Somit ist es auch der Raucherbereich. In diesem Club La Vie gibt es vier Bungalows. Das sind so eine Art VIP-Lounge, wo die Gäste die Möglichkeit haben, mit bis zu 8 Personen reinzugehen, ihr eigene Privatkellner haben und die Getränke telefonisch bestellen können. Da läuft dann auch abwechselnd verschiedene Musik. Donnerstag sehr wahrscheinlich Salsa. Dienstags ab 21. Oktober Rock, freitags Black und samstags House. Dann haben wir den kommerziellen Bereich Amadeus. Das ist eigentlich der Main Area. Alles, was in der kommerzielle Bereich in Charts ist, ist halt für diesen Bereich gedacht. Dann gibt es noch einen Tanzstadel mit Ü30 Musik. Eigentlich für jeden was dabei. Musik aus allen Bereichen für wen eigentlich? Also wir rechnen in der Woche zwischen 4.000 und 5.000 Gäste. Zielgruppe, klar, Einlass ist erst ab 18. Ne? Also eigentlich alles, was friedlich Ausstrahlung hat und sauber angezogen ist, kommt bei uns rein. Ne? Auch da gibt es die Möglichkeit für Frauen für 9,99 € und für Männer 14,99 €. Hier eine Clubkarte zu beantragen. Damit hat man dann auch verschiedene Vorteile. Wir veranstalten alle 2-3 Monate verschiedene Clubreisen, wo die Gäste dann die Möglichkeit haben, zum Beispiel im Sommer mal 3-4 Tage nach Lorette für günstige Preise zu fliegen oder jetzt nach Mallorca oder jetzt im Winter Skiurlaub. Dann gibt es dann auch die Vorteile jetzt hier vor Ort, wo die dann halt freien Eintritt haben, zum Beispiel mit dieser Clubkarte jetzt immer freie Zutritt, jetzt ohne Wartezeiten oder so, direkt über den Check-in-Bereich, Club-Check-in-Bereich reinzukommen. Nette und schicke Menschen gehören also zum Flair. Doch was kommt außer dem Standardprogramm noch auf Sie zu? Wir haben jede Woche verschiedene Specials, ne? Verschiedene Events. Einmal die Woche gibt es was Größeres, ne? In der Richtung, ja, einfach überraschen lassen. Welche Überraschungen das genau sein werden, erfährt der feierlustige Trierer nach der großen Eröffnung am 11. September 2008.